willkommen zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Kunstnuklei, Part 55 von der 6N4. In der Zeitumspitze auf dem Weg zu Dialga. Yay! Das wird lustig! Das ist ja viel Gelaber. Fuck. Hallo? Jemand da? Okay, nehmen wir tiefer gehen. Ist dies die Spitze des Zeitturms? Ah, Blitze! Zeit zu gehen! Sieht ihr den Himmel an, Nightmare? Normal. Das ist unglaublich. Wirbelrote Wolken durcheinander. Können wir jetzt gehen? Das ist schon wieder passiert. Es wird sich an, als würde jeden Moment der Turm auseinanderfallen. Es ist Zeit, Nightmare. Sieh mal, dort drüben. Oh. Was könnte das sein? Ich weiß ja nicht genau, aber vielleicht sollten wir die Zähne der Zeit einsetzen. Ist nur eine Vermutung, aber... Naja, okay, du hast recht. Die Formen sehen überhaupt nicht danach aus, also... Okay, blöde Idee. Es hat etwas Seltsames, Mystisches an sich. Das ist ein großes, kreisförmiges Muster. Und in sind Vertiefungen, die aussehen, als wären sie herausgemeißelt worden. Was ist das? Ein Moment mal! Die herausgemeißelten Vertiefungen... Es sind insgesamt fünf. Fünf Vertiefungen. Das bedeutet... Miep, miep. Was? Fünf Vertiefungen? Das ist es! Wenn ich die Zähne der Zeit in diese Vertiefung einsetze, dann könnten wir vielleicht finden, dass die Zeit stehen bleibt. Okay, ich mache es. Miep. Oh, noch nicht. Okay, lass uns gehen. Ah, es ist plötzlich finster geworden. Wir sollten gehen. Ah, ihr seid es. Ihr schrie die Zerstörung des Zeitturms an. Was? Mitnichten. Wir sind gekommen, zu finden, dass die Zeit stehen bleibt. Zeit stehen bleibt. Zeit. Ah! Entschuldigung, ich verschlechte sowas. Lass uns gehen, Pippa! Dialga! Ihr wagt es nach der Zerstörung des Turms zu trachten! Nein, das stimmt nicht! Wir wollen verhindern, dass der Turm kollabiert! Schweigt! Alle, die ihr den Zeitturm bedroht! Ich werde euch keine Gnade gewähren! Miep. Es hat kein Slack-Night mehr! Es hört uns absolut nicht zu! Dialga fehlt die Kontrolle, weil die Zeit zusammenbricht. Aber dieses Pokémon ist nicht das Schattenjäger, dem wir in der Zukunft begegnet sind. Die Macht der Dunkelheit ist noch nicht völlig überwältigt. Es ist immer noch eine Chance, die Jäger zur Vernunft zu bringen. Es gibt noch Hoffnung! Sagst du! Es greift vielleicht an, Nightmare! Können wir immer noch wegrennen? Das können wir noch schaffen. Okay, jetzt nicht mehr, verdammt. Miep! Und ich habe keine Siegelbänder mehr. Es ist perfekt! Okay, ich hätte meine Bänder anlegen sollen. Ups! Es ist doch zu spät. Okay! Grimsam? Oh, Grimsam. Meins. Verdammt. What the f... Ah! Das, okay, Erdblüffel, willst du noch einen haben? Hier, bitteschön. Ist das nicht nochmal ein? Bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal. Komm einfach rüber zu uns. Bitte, bitte, bitte. Oh. Ich werde da ganz sicher nicht hinlaufen. Hab ich noch was zu werfen? Eisendorn, natürlich nichts, was ihn jetzt treffen könnte! Hi! Ja, bleib ruhig da hinten, du, komm uns nicht näher, bitte! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, 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 geh weg! Du machst so wenig Schaden, wieso? Wieso nicht sehr viel? Oh Gott! Ich bin tot! Mann! Ah! Fuß! Verdammt! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt
Okay. Wenn ich mich gar nicht so aufregen müssen. Ma. Ich meine natürlich die Ruhe selbst. Das kann man doch sofort merken. Nicht wahr? Nicht wahr, Chico? Nicht? Ach, verdammt. Wir haben es geschafft. Ja, ohne vor dich hin. Okay, Nightmare. Es ist Zeit. Während der noch am Boden ist, setze ich die Zerre der Zeit ein. Have fun. Soll das so? Das Leben ist das Schlüssel bisher. Der Zeitturm muss vor dem totalen Zusammenbruch stehen. Wenn das passieren würde, die Zerstörung der Zeit würde sich beschleunigen, solange bis der Planet völlig gelähmt ist. Oh, ich muss mich beeilen. Mach hin, Pimpo. Uff, der Boden hebt sich. Es ist schwierig, die Zerre der Zeit einzusetzen. Mach einfach auf gut Glück. Hau sie rein. Fertig. Fertig. Alle sitzen richtig. Miep. Ah! Oh, armer Pinguin. Warum? Ich habe jetzt Zerre der Zeit dort eingesetzt, wo sie hingehören. Warum hört diese Erschütterung nicht auf? Ja, verkackt. Es kann nicht sein. War es zu spät? Wird der Zeitturm weiter kollabieren? Ist es bereits zu spät, die Leben des Planeten aufzuhalten? Ja, verkackt. Oh, das ist nicht gut. Soll das so sein? Sind wir jetzt tot? Oh, bloß nicht. Das ist... Wir leben noch! Wow! Wo? Plinfer! Hey, Nightmare. Wo? Dies ist der Zeitturm. Hi! Da, die Eiger! Kein Anlass zur Panik. Ich bin zur Vernunft gekommen. Schön zu wissen. Was? Jetzt hat er einen schweren Schaden genommen. Aber er hat überstanden. Ist überstanden. Sieh zu bei dem, was jetzt geschieht. Liebe Popcorn. Nein? Och, Manu. Da. Das ist... Der Hacker zeigt uns das wohl gerade. Wahrscheinlich setzt es das in Telepathie ein. Ah, dieser Ort. Es muss das Schemgehölz sein. Aber es ist nicht das Gleiche. Als im Schemgehölz war, stand die Zeit still. Die Zeit. Sie geht wie den normalen Gang. Wir haben es geschafft! Wow! Wir haben die Welt gerettet! Das ist Schattstadt. Ich will hier weiter drücken. Schön. Na, schön, dass Sie sich alle amüsieren. Das ist toll. Alle sehen glücklich aus. Gehen ihr guten Ding nach, wenn wir hier fast sterben. Yay! Oh, das Ding ist wirklich ein bisschen am Arsch. Ja, okay, da kann die Sonne reinscheinen. Jetzt verstehe ich auch, wieso das die Sonne scheinen konnte. Das ist der Zeitturm. Er sieht ziemlich beschädigt aus. Aber er steht noch. Jetzt hat er bis nicht kollabiert. Er hat es überstanden. Wow! Jetzt hat er mal die Krise überstanden. Die Zeit ist hier zur Normalität zurückgekehrt. Völlig geht auch die Zeit wieder dort ihren normalen Gang, wo sie vorangehalten hat. Und das, weil ihr den Zusammenbruch des Zeitraums verhindert habt. Dadurch wurde auch die Leben des Planeten verhindert. Der Weltfrieden wurde wiederhergestellt. Wirklich? Wir haben es geschafft, Nightmare! Wir haben es letztendlich geschafft! Wir haben der Welt Frieden gebracht! Erlaubt mir, euch zu danken. Ich danke euch dafür, dass ihr das verborgene Land erreicht habt. Ihr hattet den Mut, euch mir entgegenzustellen, in dem Moment, als ich den Vorzorn die Kontrolle verlor. Und ihr fehlt gerade noch rechtzeitig den Anschluss des Zeitraums. Danke, für all dies stehe ich in eurer Schuld. Dialga. Will ich aber mal hoffen, ne? Was all die Probleme, die ich verloren habe. Aber leider ist es noch nicht alles, wie es sein sollte. Es wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss mich um die Reparatur des Zeitpunkts kümmern. Auch das verborgene Land wurde verwüstet. Aber das Regenbogensteinschiff sollte noch funktionstüchtig sein. Und Lapras wartet sicher bereits auf eure Rückkehr. Okay. Gehen wir nach Hause, Nightmare. Zurück nach Schattstadt. Ja. Nach Hause. Sicher. Bin wahr. Oh. Aber auf jeden Fall speichern, obwohl... Im ersten Durchlauf war der Kampf schlimmer. Viel schlimmer. Viel, viel, viel schlimmer. Ich bin ja so oft kopiert. Oh. Was ist mit dem Nightmare? Beeilen wir uns! Mein Körper fühlt sich schwer an. Was ist los? Warum habe ich sich Mühe, mich zu bewegen? Als ob meine Beine von einem Gewicht heruntergezogen würden. Jetzt, da wir die Zukunft verändert haben, vielleicht... Vielleicht geht jetzt auch mein eigenes Entschwinden näher. Erschütterung! Sie sind schwächer geworden.
Vielleicht ist es ein Nachbeben, werden sich die Dinge bald normalisieren. Gehen wir, Nightmare! Nope. Dieses Licht! Okay, es ist soweit. Die Zeit ist letztendlich gekommen. Meine Zeit mit Plinth war endet hier. Hey, Nightmare! Nightmare? Was ist los? Was stimmt nicht mit dir? Es tut mir leid, Plinth. Ich habe es so lange für mich behalten. Wie es aussieht, muss ich Lebewohl sagen. Wie bitte? Lebewohl? Was meinst du damit? Sylphin sagte mir das. Wenn wir die Zukunft verändern würden, verschwinden alle Pokémon aus der Zukunft. Deswegen bin auch ich zu verschwinden verurteilt. Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht! Danke für alles. Ich werde jetzt von dir verschwinden. Aber Plinth, ich werde dich niemals vergessen. Einen Moment mal! Ich habe es nur so beigebracht, weil du bei mir warst, Nightmare! Verstehst du das nicht? Du hast mich stark gemacht, Nightmare! Wenn du jetzt gehst, Nightmare, dann... Ich weiß nicht, was ich dann... Nein, Plinth, du musst selbst stark sein. Du musst leben. Du musst nach Hause gehen. Erzähl allen von dir, was hier passiert ist. Damit sowas wie das hier niemals wieder geschieht. Oh, Nightmare! Das Licht wird heller. Nicht Nightmare! Geh nicht! Geh nicht! Vielen Dank für alles, Plinth. Ich bin froh, dass wir in der Gilde zusammen trainieren konnten. Ich bin froh, dass wir zusammen auf Abenteuer gehen konnten. Ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte, Plinth. Warte, Nightmare! Es tut mir leid, ich hätte solches Glück, jemanden wie dich zu finden. Ich empfinde dasselbe, Nightmare. Für mich bist du, Nightmare, du bist wichtiger als alles andere. Ja, ich fühle auch so, Plinth. Sogar wenn ich verschwunden bin, ich werde dich niemals vergessen. Nightmare! 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 Oh. Was guckst du, Chico? Ich heule dich! Ich muss leben. Ich muss es lebendig nach Hause schaffen. Nach Hause und dann erzählen, was geschehen ist. Es war der Wunsch von Nightmare. Es war der letzte Wunsch von Nightmare. Ah! Da ist... Das ist das Regenbogen-Steinschiff. Och, Plinth. Och, muss das sein? Tschüss, Plinth. Oh. Der Zeitturm. Er rückt immer in immer weitere Ferne. Kann ich weiter drücken? Nein, auch schön. Doch, Plinth. Ich will ihn umarmen. Und auch Nightmare. Nightmare fährt sich immer weiter von mir. Oh, Nightmare. Ich will doch hier mit diesem Pinguin umarmen. Ich will es gerade so dringend. Und so war Nightmare und Plinth. Schließlich erfolgt ich mit ihrer Mission. Sie retteten die Welt vor der Katastrophe. Plinth verlässt den Zeitturm. Reist durch das verwüstete verborgene Land. Reitet auf Labras über das Meer. Und kehrt wohlbehalten nach Shasha zurück. Wieder da! Oh Gott! Schon wieder alle. Hi, Leute. Oh, Herr Pappagait, lebt er noch? Ich meine, ist doch voll! Yay! Der Rückkehr zur Gilde erzählte ich mir vor allem von diesem großen Abenteuer. Von all dem, was im verborgenen Land geschah. Von den Geschehnissen, die sich im Zeitraum abspielten. Von Rapture und von Nightmare. Natürlich erzählte ich mir vor auch, wie die Zerstörung der Zeit aufgehalten wurde. Und wie der Welt Frieden zurückgebracht wurde. Cliff erzählte die Geschichte, wo und von wem das möglich ist. Und so viele Pokémon wie möglich. Es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Eine Geschichte der Hoffnung und auf die Weltfrieden. Eine Geschichte für eine friedliche Zukunft. Die Monate verstreichen. Jetzt ist mein Part auch, In Shasha geht man wieder fröhlich seinem Alltag nach. Die Wunden des verletzten Planeten heilen allmählich. Das Leben kehrt langsam zur Normalität zurück. Ach, die Gilde. Hallo, du Plinth! Gehst du noch weg? Yep, ein kleiner Spaziergang. Hört sich nett an, jawohl ja. Ist allerdings bald Zeit fürs Abendessen, dann wirst du doch bestimmt nicht zu spät kommen. Okay, du hast recht. Bye! Oh, was ist das auf diesem Part? Bitte mach, dass es noch drauf passt. Ah, ist ein Phantasm.
Ja, schöner Spaziergang, Pfeffer. Obwohl, ich würde dauernd dagegen ankämpfen, die Dinger nicht kaputt zu schwächen. Oh, wow, das ist wunderschön! Leckt. Wunderschön! Das ist einer meiner Parts. Ah, das ist auch sowieso so lange. Ich habe das so lange nicht gesehen. Es ist immer noch so schön wie meine Erinnerung. Ich war einfach zu beschäftigt, um mehr zu kommen und es mir anzusehen. Aber ich habe es vermisst. Ein fantastischer Anblick. Ich frage mich, wann ich das zuletzt gesehen habe. Das letzte Mal war... Oh, das letzte Mal war... Es war, als ich Nightmare traf. Rückblende, ernsthaft? Ah, das ist hier mit dem Sand zusammengebrochen! Hi. Was ist passiert? Alles okay? Ach, Jolo, pass auf diesen Part. Der Blick war damals genauso. Das war als Nightmare und ich. Damit begann unser Abenteuer. Da wurden die auf die Welt losgelassen. Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden könnten, Nightmare. Was sagst du? Bitte! Nein. Oh, mein Magen hat geknurrt. Ja, dein hat auch geknurrt, Nightmare. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldamm. Wir waren uns auf die Ritter von der Zulu, falls du das gleich gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Nightmare. Essen fassen! Ich vertraue dir, Nightmare. Ja, ich glaube fest an dich, Nightmare. Mir wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied in einem Erkundungsteam zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines Reliquiums lösen werde. Das ist mein großer Traum. Wenn er jemals wird, falle ich lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Ach ja, der. Hi. Das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Nightmare. Können wir nicht? Ah, wie schön. Siehst du diese Aussicht, Nightmare? Es ist einfach traumhaft. Hey! Da ist ein Riss im Seil. Jetzt! Angreifen! Los! Nightmare, danke. Du wolltest mich aufmuntern, als weil ich so niedergeschlagen war. Lass uns immer unser Bestes geben, Nightmare. Wow! Also, lass es uns tun. Lass uns den Treppen zur Schule springen, Nightmare. Gehen wir, Nightmare. Auf zum See von Tobots. Das ist auf mein Ende. Nightmare! Wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit! Hey, Nightmare! Wir müssen das Wäldchen zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm! Okay! Das sind so schöne Erinnerungen. All diese Erinnerungen an meine Zeit mit Nightmare. Erinnerungen an Nightmare. Doch jetzt... Jetzt ist Nightmare weg! Nightmare ist einfach nicht mehr da! Och, Plimpa! Ich will dich nur haben! Ah, Plimpa! Du warst so lange weg, ich verging fast in Sorge vor dich. Was ist los? Miliza! Miliza! Oh, ich bin umarmt. Mein armer Pinguin. Was ist denn los? Oh, mein armer Pinguin. Oh. Ich will dich nur mal haben und nie wieder loslassen. Nie wieder. Nie wieder. Muss Seifenblasen zum Platz bringen. Ah! Oh, Credits! Ich glaube, ich mache einen Schnitt hier. Oder passt das mal hier drauf? Ich glaube nicht, über einen Partner Credits zu bringen, ist auch irgendwie doof. Kann ich nicht ein bisschen schneller. Wer guckt sich die denn schon an? Das ist doch, wow, das ist auch nicht viel schneller. Vielen Dank, Emulator. Ich schneide die mal raus und das ist dann... Das ist, der Rest kommt im nächsten Part. Also das war Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Da könntest du doch vielleicht Part... 55? Glaube ich. Denke ich mal. Dann komm, ich guck mir jetzt noch die schönen Credits an. Oh, Freude. Miep, miep.